wie genau aus 50 Euro monatlich am Ende mal 200 Euro lebenslange Rente werden. Genau das möchte ich dir in diesem Video erklären und auch vorrechnen. Anhand eines echten Beispiels mit einem echten Versicherungstarif. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf, erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian. Solltest du neu hier auf dem Kanal sein, dann klick doch mal ganz schnell hier unten auf den Abonnieren-Button. Dann wirst du nämlich in Zukunft kein wichtiges und praktisches Versicherungswissen mehr verpassen. Als allererstes, kurze Sorry für den wahrscheinlich nicht optimalen Ton. Ich bin hier gerade in meinem Büro und nicht in meinem Filmstudio wie sonst. Aber ich wollte dieses Video heute einfach unbedingt mal aufnehmen und die Tafel, wo ich das Ganze vorrechnen möchte, hängt nun mal hier. Bitte verzeiht mir das, ich werde das für die Zukunft definitiv optimieren. Dieses Video wird ein etwas längeres Video, weil ich eben auch gewisse Sachverhalte vorrechnen werde, damit ihr das nachvollziehen könnt. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben und vielleicht jetzt auch mal andere Sachen weglegen, Telefon weg, ja, Fernseher aus und auf dieses Video hier konzentrieren, weil das Fragen sind, die ich von euch immer wieder gestellt bekommen habe, hauptsächlich per Instagram, aber die kommen auch in unseren Online-Beratungen halt immer wieder vor. Und in diesem Video möchte ich erreichen, dass du dir wirklich mal vorstellen kannst, ja, wie aus diesen vorhin gezeigten 50 Euro monatlich, die du monatlich einzahlst in eine vorgebundene Rentenversicherung, am Ende wirklich mal 200 Euro lebenslange monatliche Rente werden und dass das kein Mythos ist, ja, und dass sich das tatsächlich auch lohnt. Aber steigen wir jetzt mal direkt ein in die Rechnung. Ich habe das Ganze natürlich jetzt schon mal vorgerechnet, habe meine Zahlen hier auf meinem Spickzettel und werde auch immer mal wieder Einblendungen hier machen aus dem echten Rentenversicherungsvertrag, wo ich diese Zahlen hergenommen habe. Das ist ein Anbieter, den wir in unseren Online-Beratungen sehr oft anbieten. Warum? Weil er einfach sehr günstig ist von den Kosten her, weil man viel Auswahl hat, was man hinten dran als Anlage wählen kann, zum Beispiel ETFs, und natürlich das Ganze auch ein sehr finanzstarker Versicherer ist mit einem hohen Rentengarantiefaktor, wo ihr ja wisst, ja, dass das Thema wirklich wichtig ist. Wenn du das Thema allgemein nochmal verstehen möchtest, vorgebundene Rentenversicherung, wie funktioniert die überhaupt, ja, was ist der Sinn hinten dran und vielleicht ist das auch was für dich, dann hier oben mal dieses Video unbedingt anschauen. Es wurde jetzt schon, keine Ahnung, wie viele tausendmal angeschaut. Also da ist nochmal echtes Wissen drin. Also steigen wir jetzt mal ein. 50 Euro monatlich. Ich sag mal 50 Euro. Ich hoffe, das kannst du lesen. 50 Euro monatlich, das ist machbar. Ja? Ich behaupte mal, das ist machbar. Wenn es nicht machbar ist für dich, dann stell dir das Ganze einfach mal mit 25 Euro vor und so quasi hälftig dann. Aber 50 Euro sind machbar. Das Ganze ist auch natürlich mit 100 Euro, mit 200 Euro, mit 400 Euro möglich. Ja, ich selbst bin halt selbstständig, ich muss mehr privat vorsorgen. Ja, bei mir sind das mehrere hundert Euro, die ich monatlich einzahle in meine privaten vorgebundenen Rentenversicherung, um mir später meine Altersvorsorge aufzubauen, weil ich kriege ja nichts vom Staat. Ja? Und die Rentenlücke ist auch für den Angestellten groß. Wir haben ein Rentenniveau von aktuell 45%. Also machen wir uns nichts vor. Jeder muss hier was machen. Und 50 Euro sind eigentlich auch in der Regel zu wenig. Aber damit sich das jeder mal vorstellen kann, machen wir das mit 50 Euro. In meinem Beispiel, ich habe jetzt einfach mal eine fiktive Person hergenommen, ja, den Max Mustermann, den Klassiker. Und der hat ein gewisses Alter. Also ich muss jetzt irgendjemanden hernehmen, der ein gewisses Alter hat. Und ich habe halt mal geguckt, was ist so das Durchschnittsalter von meinen Zuschauern hier. Und das ist so in den 20ern. Ja? Deswegen ist der Max Mustermann, den ich jetzt mal hier hernehme, ist 25 Jahre alt. 25 Jahre. Und wenn der heute 25 Jahre alt ist und das aktuelle Renteneintrittsalter ist 67, dann bedeutet das, dass der noch 42 Jahre bis zur Rente hat. Also machen wir hier mal hin. 42 Jahre bis Rente. So. Diese 42 Jahre, aus denen können wir dann halt relativ schnell ableiten,
wie lange und wie viel muss der dann einzahlen? Jetzt in unserem Beispiel, diese 50 Euro. Das heißt, 50 Euro aufs Jahr gerechnet, 50 mal 12 sind 600. Und das Ganze mal 42, ich schreibe es mal hier unten hin. Also wir haben 50 Euro im Monat mal 12 Monate, ja, mal 42 Jahre. Und da kommt raus, das ist mir hier aufgeschrieben, 25.200 Euro. Das ist das, was du einzahlst über die Laufzeit hinweg, beziehungsweise nicht du, aber der Max jetzt hier in unserem Beispiel. Ich mache das noch ein bisschen hier farblich. Das ist deine Eigenleistung. Das ist das, was du selbst aufwendest. Ich habe jetzt hier keine Dynamik reingemacht, also dass sich das nicht jährlich erhöht um einen gewissen Prozentsatz, was ja manchmal mit drin ist, was auch sehr sinnvoll ist, sage gleich am Ende noch mal was dazu, aber einfach, dass man das einfach nachvollziehen kann. 50 Euro, 42 Jahre lang, jeden Monat. Dann hast du 25.000 Euro und 200 selbst eingezahlt bis 67. Und dann ist dein Rentenbeginn. So, ich gehe mal hier rüber. Rentenbeginn. Machen wir hier kurz einen Cut. Wie viel Kohle ist drin? Ja, wie viel Kohle ist jetzt in diesem Versicherungsvertrag drinnen? Und der Wert ist, und ich erkläre gleich, wie wir auf diesen Wert kommen und wieso dieser Wert auch realistisch ist, sind 79.758,87 Cent. Das ist an Kohle drin in deinem Vertrag. Wie komme ich jetzt da drauf? Ich möchte das jetzt mal kurz erklären, weil die Zahl ist natürlich nicht aus der Luft gegriffen, sondern ja, rational berechnet. Und viele von euch sind ja Fans von ETFs. Ja? Habt vielleicht auch eigene ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne. Und ich auch. Ich bin auch ein Freund von ETFs. Ich habe auch ETF-Sparpläne, aber ich habe eben auch ETF-Rentenversicherung. Ja? Das heißt, das, was ich dir hier zeige, kann man eben auch als ETF-Rentenversicherung bezeichnen. Und was ich jetzt gemacht habe in dieser Hochrechnung, ist natürlich eine Hochrechnung, ja, ist sehr klar, aber auch eine realistische Hochrechnung. Ich habe meine 50 Euro hier durch die Versicherung angelegt im MSCI World ETF. Den kennt ihr höchstwahrscheinlich alle, ja, ein relativ breit gestreuter Aktienindex, sehr beliebt, ja, passive Anlage, dadurch geringe Vorkosten. In dem Beispiel jetzt 0,2%. Da habe ich diese 50 Euro angelegt und jetzt wurde das Ganze hochgerechnet, ja, also diese 50 Euro hochgerechnet mit einer Verzinsung, sage ich jetzt mal, einer Rendite von 6%. Es gibt auch 9%, das halte ich für, ich halte es einfach nicht für realistisch, ja, in so einer Hochrechnung, ja, sondern 6%. 6% Rendite im Schnitt. Okay? Davon gehen dann noch die Kosten weg, ja, die Vorkosten etc. Das hier ist schon der Wert, wo die Kosten abgezogen wurden. Ja? Und wir haben in diesem gesamten Vertrag Effektivkosten von ungefähr 1,2%, was unglaublich niedrig ist für eine Versicherung. Also unglaublich niedrig, ich schreibe es mal hier kurz hin, circa 1,2% Effektivkosten. Ja, das heißt, wir haben uns schon Gedanken gemacht, welchen Anbieter wir hier wählen, weil die Kosten, die zu hoch sind, mindern die einfach die Rendite zu stark. Das ist einfach Fakt, ja, und das darf nicht sein. So, und jetzt mit dieser Hochrechnung kommen wir eben auf diese 79.758 und ein paar zerquetschte. Das ist der Wert, der quasi drin ist zum Rentenbeginn mit 67. Und jetzt habe ich mal folgende spannende Rechnung aufgestellt, beziehungsweise noch einen Wert, den ich jetzt hier rausziehe. Nämlich jetzt kommen wir von diesen 50 Euro auf die eingangs genannten 200 Euro. Ne?
Wie kommen jetzt diese 200 Euro Rente zustande? Sind genauer gesagt 206,34 Euro. Und zwar rechnet der Versicherer anhand des vorhandenen Kapitals mit dem hohen garantierten Rentenfaktor und deiner persönlichen Lebenserwartung errechnet er diese Rente, die du lebenslang bekommst. Und ich setze in diesem Beispiel mit unserem 25-jährigen Max Mustermann eben 200 Euro, 206 Euro, um genau zu sein, die du lebenslang bekommst, die der Max lebenslang bekommen würde. Und jetzt habe ich noch eine weitere Rechnung aufgestellt, weil das finde ich ganz spannend. Wir haben ja 25.200 Euro selbst eingezahlt. Und jetzt wäre es mal interessant zu wissen, ab wann lohnt sich es denn für den Max? Ja? Und da werden immer mal so ganz wirre Rechnungen aufgestellt. Ja, das lohnt sich ja dann erst, wenn du, weiß ich nicht, 200 Jahre alt wirst und lauter so ein Blödsinn. Das stimmt halt einfach nicht. Ja? So wirklich lohnen, ab dem Moment, wo quasi 25.200 Euro ausgezahlt wurden. Ja? Alles, was danach kommt, ist ja Plus für den Max. Und die Rechnung ist relativ easy. Und zwar, man nimmt diese 200 Euro Rente oder 206 Euro Rente, ja, teilt die durch die 25.200 und teilt das Ganze nochmal durch 12 und dann kommt man auf fast auf den Punkt genau 10 Jahre. Das heißt, nach 10 Jahren hat sich der Max diesen Wert hier schon mal auszahlen lassen als Rente. Ja, hat er bekommen. Und alles, was quasi nach diesen 10 Jahren liegt, also sprich alles, was danach 77 ist, ich schreibe mal hin, ab 77 plus, macht der Max plus, kommt Kohle on top raus, ja, aufgrund von der Rendite, die er gemacht hat und so weiter und so fort. Was sind an der Stelle noch ein paar Punkte wichtig zu erwähnen, also bitte noch dranbleiben, ganz wichtig. Mir ist Transparenz wichtig und mir ist auch wichtig, dass jeder von euch versteht, wann so ein Konzept Sinn macht und wann aber halt auch nicht. Ein Fakt, der einfach besteht, ist, dass wir alle nicht wissen, wie alt wir werden. Das weiß niemand. Es weiß niemand, ja? Und ob der Max jetzt in dem Beispiel diese kompletten 79.000 Euro am Ende auch ausgezahlt bekommt, keine Ahnung, wissen wir nicht, ja? Weil da gibt es auch Leute, die sagen, ja, na, es lohnt sich erst, wenn die Kohle hier an ihn ausgezahlt wurde, ja, und dann muss er ja 100 Jahre alt werden und sonst was. Ja, kann passieren, ja. Die Lebenserwartung steigt immer weiter, es ist statistisch nachgewiesen und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Hauptgründe, warum Menschen sterben, wir sterben nicht, weil wir zu alt sind, aufgrund von altersbedingten Kräfteverfall. Nein, wir sterben, weil wir uns falsch ernähren, weil wir zu wenig Sport treiben und dadurch dann Krankheiten entstehen wie Krebs, Diabetes, Herzinfarkte und so weiter und so fort. Deswegen geben wir zu früh den Löffel ab. Auch nachgewiesen. Ja? Das heißt, wenn dann das aber zum Beispiel gelöst werden könnte durch bessere Behandlungen, medizinische Fortschritte und auch man sich die Fortschritte anguckt aus den letzten Jahren, was das beigetragen hat zur Lebensentwicklung, ja, und du heute vielleicht 25 bist, ist schon wahrscheinlich, dass die nächsten 20 Jahre hier sich nochmal was tun wird und die Lebenserwartung auf einmal auf ein Level ansteigt, wo 100 Jahre ganz normal sind. Ganz normal. Und ich finde, da musst du vorplanen. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, ich werde wahrscheinlich nur 80 Jahre alt. Ja, und das wird dann schon irgendwo hinhauen mit meinem ETF-Depot, Aktiendepot, was ich da irgendwo habe. Da ziehe ich mir dann monatlich was raus und drücke die Daumen, ja, dass ich halt nur so lange lebe, wie da Geld drin ist. Ja? Ich brauche die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos nicht, was ja hier eine vorgebundene Rentenversicherung macht. Die zahlt ja auch weiter, selbst wenn diese 79.000 Euro aufgebraucht sind. Ja? Die zahlt so lange weiter, wie du lebst. Und das schafft kein anderes Modell als dieses. Und das musst du verstehen. Und dann entscheiden, ja, das ist eigentlich genau das, was ich möchte, weil ich diese Sicherheit möchte. Oder aber du sagst, nee, ich bin halt no risk, no fun, keine Ahnung, ich mach's irgendwie anders. Ja? Gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie du Altersversorgung betreiben kannst. Ja? Nicht nur Rentenversicherung oder Aktien, vielleicht kaufst du Immobilien, ja, und baust dann dein eigenes Unternehmen auf, so wie ich, ja, und ziehst dir dadurch Rendite. Ja? Aber am Ende des Tages ist halt auch Fakt, für die meisten Menschen da draußen ist die Lösung
die einzig sinnvolle, ja, auch die einzigste, die sich die Leute leisten können oder vielleicht auch nur leisten wollen, ja, und das muss man objektiv betrachten. Also, so sieht das Ganze aus. Eine Empfehlung jetzt am Ende, wie, was ich vorhin noch erwähnt habe, diese 50 Euro, ja, wenn du die jetzt halt über einen Zeitraum von 42 Jahren zahlst, dann frisst die Inflation natürlich hier auch mit. Ja, das heißt, die Inflation dürfen wir nicht vergessen. Deswegen vereinbart man normalerweise an der Stelle hier eine sogenannte Dynamik, ja, wo sich zum Beispiel der Beitrag jedes Jahr schon fest vereinbart um 3% erhöht, um die Dynamik, um die Inflation auszugleichen. Das heißt, wir haben am Ende natürlich hier oben einen viel größeren Wert und haben hier auch eine viel größere Rente stehen. Und wir haben die Inflation und haben der Inflation vorgegriffen. Das heißt, das würde ich definitiv empfehlen. Aber damit das einfach ein bisschen anschaulicher wird, habe ich die jetzt in diesem Rechenbeispiel mal außen vor gelassen. Wenn du selbst dann so einen Vertrag abschließen solltest, dann solltest du das in meinen Augen mit reinnehmen. Das jetzt einfach mal zu einer bildlichen Darstellung, dass du mal gesehen hast, wie das eigentlich aussehen kann, ja, und wie kann sich Geld entwickeln, wie kannst du Geld innerhalb einer Versicherung anlegen, ja, und tatsächlich auch gute Rendite machen mit dem MSCI World, der hinten dran, ja, der hat im Schnitt, wenn man immer 15 Jahreszeiträume betrachtet hat, nachweislich 7,7% Rendite gemacht. Und jetzt hier mit 6% zu rechnen, wo ich quasi fast 2% hier wegcutte, ist das, glaube ich, gar nicht mal so unrealistisch. Eher im Gegenteil, ich finde es sehr realistisch. Ja, 9% Wertentwicklung, was man in manchen Hochrechnungen sieht von Versicherern, das ist Kacke, das ist Blödsinn. Ja, wenn dir jemand sagt, guck mal die Zahl hier an, das ist doch toll, und du denkst, wow, das ist ja mega viel. Ja, da würde nämlich hier, würden da 400 Euro oder irgendwas stehen, ja, mit dieser Hochrechnung von 9%. Aber das ist einfach nicht realistisch. Damit darf man nicht werben und darauf darf man sich vor allem nicht verlassen. Das heißt, wenn das jemand macht bei dir, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja? Also das nicht machen und nicht annehmen, aber 6% ist, glaube ich, ganz realistisch. Günstige Kosten beachten, hoher garantierter Rentenfaktor, stabiler Versicherer, ja, und vielleicht die dynamische Anpassung hier noch mit reinnehmen und dann kannst du hier ganz clever und smart Altersvorsorge betreiben. So, jetzt möchte ich gerne noch wissen, solche Videos in der Form mehr, ja, was hat irgendwie nicht gepasst bei dem Video, gib mal ein bisschen Feedback, ja, einfach, hey Basti, ich kann es nicht gut lesen, die Schrift ist nicht klar genug, keine Ahnung, Ton weiß ich, muss ich optimieren, ja, aber was wünschst du dir an solchen Videos mehr in Zukunft mal unten reinschreiben? Also wir mal mindestens 30 Kommentare haben, wo jemand sagt, bitte mehr solcher Videos und zwar auch in dem Bereich und dann mache ich definitiv mehr solcher Videos. Gib dem Video noch einen Daumen hoch, dafür sage ich schon mal Danke. Und nochmal die Info, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt noch ganz fix, dann wirst du nämlich auch solche Videos in Zukunft nicht mehr verpassen. Schöne Grüße, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.